Liebe Freunde, seid ihr bereit für eine kleine Zeitreise zurück ins Mittelalter? Rita und ich haben uns schon mal richtig gut vorbereitet. Ich hier mit diesem spitzen Schwert und Rita mit diesem Schild, welches ganz besonders toll ist. Oh ja. Ja, was sollen wir euch großartig erzählen, dass wir das Mittelalter toll finden? Ich glaube, das haben wir ja schon ein- oder zweimal erwähnt. Dass wir Fans von Lego-Ritterburgen sind auch. Dieses Prachtexemplar haben wir jedoch noch nie erwähnt. Und ja, das war so ein, wie soll man sagen, ein Blitzkauf. Also es war ein Nachmittag wie jeder andere. Ich wollte gerade ein kleines Mittagsschläfchen einlegen. Rita war auch schon schläfrig. Dann bekam ich auf einmal auf meinem Handy die Nachricht, dass gleich eine eBay-Auktion aus sein wird. Und plötzlich war er ganz ruhig und ich habe mir schon gedacht, wieso tippt er so ruhig ins Handy? Mit einem tollen Set und ja, ihr wisst ja, es ist ein ziemlich teures Set, dieses Löwenstein Castle aus der Bricklink A4 Designer Program Serie. Es ist ein Set mit über 2000 Teilen, war gleich in der Pre-Sale-Phase ausverkauft und ist jetzt ja, jenseits von Gut und Böse, was den Preis anbelangt. Aber wir haben es zu einem sehr ansprechenden Preis ersteigert. Und jetzt steht's hier. Und kurze Zeit später steht es schon hier aufgebaut. Wie gesagt, wir haben auch die Anleitung und die Schachtel mit dabei. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, ihr wollt es vielleicht sehen und wir zeigen es euch. Wir sind da nicht so. Wir nehmen euch mit auf eine Tour durchs Mittelalter. Starten wie immer mit den Figuren. Genau. Es gibt wieder mal keine Wendegesichter, deswegen brauchen wir die Frisuren gar nicht abnehmen. Wir haben einen netten jungen Herrn hier mit einem Schwert. Dann einen, übrigens auch einer tollen Frisur, hinten zusammengebunden, sehr lange Haare. Gefällt mir sehr, sehr gut. So ein richtig mittelalterlicher Haarschnitt ist das, finde ich. Ja, sieht sehr adrett aus. Dann haben wir diesen kleinen Buben, ihr habt schon gesehen, auch übrigens eine sehr schicke Frisur. Er hat Pfeil und Bogen in der Hand und einen Köcher hinten auf den Rücken geschnallt. Und als last but not least eine wunderschöne Dame, offensichtlich die Königin dieses Schlosses, mit einer Friends-Figur und auch dieser Friends-Krone, die ich schon in ein paar Sets gesehen habe, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und sie hat einen Apfel in der Hand. Das finde ich auch. Unser langhaariger Freund hat dann auch noch diesen silberglitzernden Ritterhelm. Ganz ehrlich, ich muss sagen, die Figuren sind da eigentlich jetzt gar nicht so besonders. Das Problem ist aber wahrscheinlich, dass der junge Designer dieses Sets ja nur Teile aus dem aktuellen Lego-Katalog nehmen durfte und da Lego ja momentan keine Ritterrüstungen und solches in der Produktion hat, sind hier auch relativ normale Figuren dabei dafür. Ich finde es aber nicht schlecht, denn es könnten ja auch einfach nur Besucher sein, die quasi eine Tour durchs Schloss machen. Das kann natürlich sein, wer weiß. Also, ich sehe das nicht so. Und es geht aber dann doch ganz cool weiter. Mit drei Chicken. Wir haben hier drei Hühner, die man immer gut gebrauchen kann. Und auch einem Pferd. Ich helfe dir mal, dass wir das noch ein bisschen näher an die Kamera bringen. Genau, also drei Hühner, die hoffentlich viele Eier legen und einem Pferd. Das ist, glaube ich, das neuere Pferd mit dem doch etwas runden Gesicht oder dem runden Kopf, sagen wir so, und einem Schild drauf. Das finde ich sehr, sehr süß, nämlich mit so kleinen Teils gemacht. Ich finde, das ist echt, echt cool geworden. Und keinem Sattel, aber man kann die Figur oben so hineinstellen. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt sicher das Set sehen. Nichts wie los. Auf jeden Fall. Also unser Knappe ist nach langer und beschwerlicher Reise nun endlich am Schloss Löwenstein angekommen. Und er sieht schon, es geht das Rolltor hinauf. Er will sich aber zuerst noch einmal kurz umsehen, wie es denn mit den Außenmauern so aussieht. Wir werden das gleich dann nachher noch ins Licht halten. Also auch hier ganz viele seltene Steine, viel Bepflanzung, ein wirklich tolles Schloss. Und es sieht so aus, der König steht schon hier oben
Und er begrüßt ihn mit seinem Schwert und er darf hinein in den Innenhof, den man bei diesem coolen Schloss sogar aufklappen kann, damit man hier ein bisschen mehr davon sieht. Ah, die ganzen Hühner sind schon wieder umgefallen, wie immer. Ja, die haben sich jetzt etwas geschreckt, aber das ist doch kein Problem. Upsala. Ich habe mit den Chicken keine Chance. Naja, gut. Aber wie ihr seht, wenn ihr reinkommt, ist da hier gleich der Stall für die Hühner und auch etwas Holz, denn man muss ja natürlich auch einheizen, denn sonst wird es einem ja kalt in so einem schönen Schloss. Das geht natürlich nicht. Genau, und deswegen haben wir gleich hier das Holz. Und dann kommen wir von den ersten Tieren, von den Hühnern, zu einem weiteren süßen Tier, nämlich einem Pferd, der seinen eigenen Stall hier hat. Also es ist ein männliches Pferd. Ich gehe davon hier aus. Hier auch mit Heu auf der Seite, das heißt, er kann auch was fressen. Mhm. Und man kann hier sogar die Tür öffnen. Mhm. Ganz aber nicht, dass elegant, er aber er ist ein bisschen wild. Eben. Das wollen wir nicht. So, das ist ein bisschen auseinandergefallen. Ach, ist doch egal. Dann geht's weiter zum Haupttrakt des Schlosses. Hier steht schon unser König. Er ist jetzt auch mit seinem tollen Helm hier abgebildet. Mhm. Ja. Hier kann man übrigens diese Tür auch nach oben klappen, wenn man möchte. Hier auch ein super Detail. Ich weiß nicht, ob du das schon gezeigt hast. Apropos hinauf und hinunter klappen. Der Kopf sieht doch mega aus. Es ist ja auch das Castle Löwenstein, meine Liebe. Ja. Und da ist es klar, dass es hier einen Stein von einem Löwen irgendwo geben muss. Also das ist hier mehr oder weniger das Wappen dieses Schlosses. Mhm. Und auch hier ja ein kleines Detail. Wir haben hier auch ein Play-Feature. Und zwar dieses Dach kann man hier so elegant herunternehmen. Und dann haben wir hier darunter einen Kelch mit, keine Ahnung, schwarzem Wasser oder Pech oder sowas. Und wenn der umkippt, dann fallen hier diese kleinen Steine raus. Und ja, man wird geteert oder asphaltiert. Ich weiß es nicht so genau. Man wird asphaltiert. Das finde ich mal eine coole. Und noch einen kleinen Blick auf die Vorderseite des Turms, bevor wir das Set dann drehen, damit ihr ein besseres Licht drauf habt. Also wirklich sehr viele hellgraue Steine. Hier auch cool. Diese, ich glaube, das ist von einem Auto. Ja, genau. Der Kotflügel hier als Fensterrahmen mit der Fahne oben drauf. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr toll aus. Hier auch mit dem Fenster auf der Seite. Genau, dann drehen wir das Modell mal einmal im Kreis, damit wir es euch auch noch von der anderen Seite zeigen können. Das macht nichts, liebe Rita. Ich bin das schon gewöhnt, dass du mir meine Sets immer zerstörst und ich muss sie dann wieder aufbauen. Das war die Rache für den Disney-Zug. Ja, kann schon sein, das wollen wir jetzt mal nicht so. Außerdem gehört der Disney-Zug eigentlich mir, den habe nämlich ich gekauft. Ja, ja, ja. Wir gehen weiter im Keller, der auch sehr cool ist. Wir sehen hier eine Fledermaus und Spinnweben und auch ein Weinfass. Also unsere alten Ritter sind auch richtige Weinliebhaber, so wie es aussieht. Ja. Dann geht es weiter nach oben in die Küche, hier auch mit Sesseln, die richtig mittelalterlich aussehen. Hier hängen Karotten an der Wand. Wir haben Trinkkelche. Also das sieht schon sehr mittelalterlich aus. Hier auf der Seite geht man übrigens durch diese Tür hier hinein. Das ist alles ein bisschen eng hier, aber hier seht ihr mehrere Türen hier auch hinten. Da kann man so durch den Hof durchgehen. Dann geht es weiter nach oben in die Gemächer. Oh ja, mit einem süßen Bett drinnen. Mit das einem gefällt mir sehr Himmelbett, gut. Himmelbett, ja, was wirklich sehr cool ist. Auch darüber wieder das Wappen, damit wir alle wissen, womit wir es zu tun haben. Und weißt du, was mir besonders gut gefällt? Das sind diese Fenster hier auf der Seite. Ich weiß nicht, ob man das jetzt von deiner Sicht sieht recht gut sieht. Sehr gut, ja. Und wenn, speziell wenn das Licht durchscheint, die schauen einfach so toll aus. Das also ist wirklich ganz eine einfache Technik mit diesen transparent grünen runden Fliesen, aber das sieht wirklich das total schaut super nett aus. Ja. Wirklich ein Highlight dieses Sets.
Dann gehen wir weiter zum Turm. Mhm. Der hat ganz unten so eine Art Gefängnis, wo Handschellen am Boden liegen und so. Die Folterkammer. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich Leute gefoltert werden. Also das ist nicht so der unbedingt netteste Ort. Ein Stockwerk höher haben wir dann eine Leiter und einen Schlüssel. Hier ist also wahrscheinlich der Gefängniswärter zu Hause. Ah. Aber wie ihr sehen könnt, geht hier auch unsere Prinzessin aus und ein. Vielleicht war sie verliebt in den, der gefoltert wurde und hat ihn jetzt freigelassen. Also, die Fantasie von ihr möchte ich auch mal haben, wirklich. Aber kann natürlich sein. Wer vielleicht hat sie den Gefängniswärter bestochen. Mit einem Apfel. Mit einem Apfel, damit sie runterkommt. Und jetzt ist aber der Gefangene entwischt, so wie es aussieht. Ja. Ja. Er ist nicht mehr hier vielleicht auch, weil Fackel hinten offen ist. Ja, das ist natürlich auch nicht so ideal, das stimmt. Ein Stockwerk höher haben wir dann die Schatzkammer, hier ganz toll mit einem Ring, mit einer Schatztruhe und einem goldenen Kelch. Und hier ganz oben geht es dann weiter auf den Turm. Hier könnte zum Beispiel auch unser kleiner Bogenschütze stehen. Geht sich das aus? Ja. Ich glaube, er kann dort oben wo stehen, ja. Und wenn Feinde kommen, dann ist er natürlich der Erste, der hier für Ordnung sorgt. Dann gehen wir wieder weiter hinunter und zwar ist hier ja der Brunnen. Hier seht ihr oben das Loch, auch mit einem Eimer und einem Besen, dass man hier schön Ordnung halten kann. Übrigens auch so süß, weil man eben in den Brunnen hineinsieht und unten der Frosch sitzt. Genau, auch mit dem Wasser hier und diesen Blumen, das sieht wirklich total liebevoll gestaltet aus. Oh, Der restliche Teil des Innenhofs, der ist immer ein bisschen schwer zu filmen, aber ihr seht hier ganz gut, dass auch hier sehr viele Details verbaut sind, viele auch größere Mauerteile sind hier, Stufen und alles ist so schön gefliest, dass das wirklich schön mittelalterlich aussieht. Ja. Und diese Außenseite hier ist mit total cool designten Bäumen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie diese Teile übrigens heißen, das sind irgendwelche One-by-one modified, wahrscheinlich in verschiedenen Farben, sandgrün und dunkelgrün. Und dann geht es hier weiter und wir sind wieder vorne beim Pferdchen angelangt. Also wirklich ein total cooles Set. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an diesem Set, ist, dass der Maßstab jetzt nicht ganz auf die Minifiguren passt. Also wir sehen schon hier zum Beispiel, wenn sich unser Holder Ritter niederlegen möchte. Gut, jetzt hat er das Schwert in der Hand, aber das Bett ist fast ein bisschen klein und ähnlich ist es auch, wenn wir zum Beispiel mit dem Pferd hier durch das große Tor reiten wollen. Da kommt er zu Fuß gerade noch durch, aber das Pferd kann fast oben bei den Fenstern hineinschauen. Übrigens, diesen Turm haben wir gar nicht genau gezeigt. Der ist auch so schön gemacht. Weißt du, das ist halt kein Luxushotel, das ist ja eine alte Burg. Und da kann man sich keine großen Bettchen erwarten. Ja, vielleicht waren die Leute früher auch ein bisschen kleiner. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist er eigentlich zu groß gewachsen und er ist eigentlich der König. Das kann natürlich sein, dass das so ist. Weil er würde auf jeden Fall besser hier durch den Turm passen. Das ist vielleicht ein Riese. Ich habe noch nie eine Burg gesehen, die so klein dimensioniert ist. Aber gut, mit über 2000 Teilen ist das schon sehr, sehr nett. Oh ja, auf jeden Fall. Verzeihung, liebe Freunde, jetzt hätten wir fast das Highlight des Sets vergessen. Das war wahrscheinlich, weil hier diese Tür offen war. Und wenn man da nicht gut hineinsieht, vielleicht fragt ihr euch, was in diesem Erker hier positioniert ist. Da kommt man auch wirklich extrem schwer hinein. Aber wenn ihr mal genau hineinsieht, da ist ein Plumpsklo drinnen. Es ist auf jeden Fall so eine runde Fliese mit einem Loch in der Mitte. Und wenn ihr hier mal von unten hineinseht, oder sieht man jetzt gar nicht, da ist auch ein Loch. Also so sind die Leute im Mittelalter wahrscheinlich aufs Klo gegangen. Was sagt ihr jetzt? Also nach der Vorstellung dieses Sets kann man eigentlich nur ein Mittelalter-Fan sein. Ohne Worte. Es sind total viele teure und seltene Teile hier verbaut. Das rechtfertigt auch den Preis bis zu einem gewissen Grad. Jedoch auch nur damals, wie es neu bei Bricklink zu kaufen war. Jetzt die Preise am Zweitmarkt sind doch schon sehr hoch. Also das,
Vielleicht sind die Preise auch so hoch, weil es ein tolles Ersatzteil gibt. Und zwar ist bei dem Set nur ein einziges Ersatzteil dabei. Rita wird es euch gleich zeigen. Ein goldener Schlüssel. Also, ich finde, für einen goldenen Schlüssel kann man schon. Also. Ich finde auch, ja. Das Komische ist, es ist bei dem Set wirklich nur ein goldener Schlüssel als Ersatzteil dabei, wenn man genau ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Designer für das Set gerne einen Schlüssel haben wollte. Und die sind so ähnlich wie die Harry Potter Zauberstöcke, ja, immer nur im Set von zwei erhältlich. Zauberstäbe. Ja, Zauberstäbe, Entschuldigung. Dann ist da halt, aber wenn man genau schaut, das ist auch was, was, glaube ich, wir von Lego gar nicht kennen. Es sind hier auch noch übrig geblieben einige rote 1x6er-Steine, 1x2er-Steine, 1x4er-Steine und auch diese Fliese hier. Und Rita, du hast ja das Set, ach ja, diesen Jubiläumsstein, den habt ihr schon ein paar Mal bei uns gesehen, der ist natürlich auch dabei, wie bei allen Sets dieser Bricklink A4 Designer Program Serie. So viele rote Steine. So viele rote Steine. Rita, du hast ja das Set mit mir aufgebaut. Du weißt bestimmt, warum diese roten Steine hier in dem Set verbaut wurden, jetzt aber gar nicht mehr in der Burg drin sind und mehr oder weniger auch als Ersatzteile durchgehen. Ja, die dienten doch als Stütze. Da hat wohl jemand aufgepasst, ganz richtig. Das ist eine Bautechnik, die wir von Lego, übrigens tolle Anleitung hier mit diesem Ringband, eine Bautechnik, die wir von Lego wahrscheinlich nie sehen werden. Und zwar ist hier dieser Mittelteil des Schlosses oder dieser Burg, der wird hier, der ist ein bisschen hakelig im Aufbau. Jetzt wird das hier so gestützt während des Aufbaus. Und dann, wenn das Teil fertig ist, nimmt man einfach die roten Teile wieder ab und man hat ein schönes, geschlossenes Gebäude hier, welches sich ideal in das Schloss Löwenstein einfügt. Tolle rote Teile. Und tolle rote Teile, mit denen wir wieder weiterbauen können. Ja, also was hältst du von diesem Set, Madame? Ja, ich rede jetzt mal nicht über den Preis, denn da habe ich noch immer eine Gänsehaut. Aber ich sage nochmal, wir haben einen sehr guten Preis dafür bezahlt. Also wirklich. Super Preis. Aber von dem abgesehen ist es echt, also es gefällt mir sehr gut. Es ist ein super Set. Es ist echt, es erinnert mich an die Burgen, die wir auch hier in Österreich haben. Und das ist einfach, es ist so nett, so viele Details. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Ist viel Liebe zum Detail mit dabei. Der Designer ist auch übrigens ein Deutscher, also der weiß wahrscheinlich, wovon er spricht. Vielleicht gibt es diese Burg auch irgendwo im Original, also wirklich ein sehr schönes Set und ich bin schon gespannt, wo ja dieses Castle einen Platz in unserer Lego-Stadt bekommen wird. Ihr werdet auf jeden Fall bald mal updated, wenn wir den haben. Und eine kleine Überraschung wie immer, am Ende unserer Videos gibt es ja fast immer eine kleine Überraschung. Ihr werdet es nicht glauben, aber auch zu diesem Set gibt es eine Erweiterung, ganz genau. Und zwar genauso wie beim Science Tower. Wie beim Science Tower, aber nochmal vom Maßstab her um einiges größer. Und zwar eine Erweiterung mit, ich glaube, über 1000 Teilen, dass der komplette hintere Burgteil auch geschlossen ist. Den werden wir jetzt in der nächsten Zeit mal aufbauen und dann zeigen wir euch dieses Schmuckstück nochmal in seiner vollen Pracht. Was haltet ihr davon? Da könnt ihr nicht widerstehen, habe ich recht. Wie kann man da Nein sagen? Geht mir genauso. Also ja, eben. Ich kann bei vielen Sachen Nein sagen, aber bei sowas, da werde ich wirklich schwach. Also ja, wir sehen uns auf jeden Fall, liebe Lego-Fans, am nächsten Mal und vielleicht auch dann bei diesem Erweiterungsteil dieses grandiosen Sets. Und bis dahin, macht es gut. Baut was Schönes und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.